is a stage. All the world's a stage. And all the men and women merely players. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Dieser berühmte Satz bildet den Auftakt zu den 39. Hamburger Balletttagen mit Shakespeare Dances. John Neumeyers choreografische Bearbeitung mit all ihren Irrungen, Wirrungen, Täuschungen und Verkleidungen. Wie es euch gefällt. Wie es what? Wie es euch gefällt. In der neuen Zusammenstellung werden drei Kurzfassungen von Neumeyers Shakespeare-Balletten gezeigt, die bereits in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind. Die Schwierigkeit für den Abend war, eine Kurzform der Stücke zu finden, ihre Essenz zu destillieren, zu ihrem Kern zu stoßen. Es mussten Übergänge choreografiert und Anfänge neu geschaffen werden, und doch blieb vieles original. Das verbindende Element, den sogenannten roten Faden zwischen den Stücken, bildet die Figur des Jacques aus »Wie es euch gefällt«. Hier getanzt von Carsten Jung, dem ersten Solisten des Ensembles. In John Neumeyers Erzählung ein träumerischer Student, der im Laufe des Abends verschiedene Rollen annimmt und durch das Werk führt. Interessant ist der unterschiedliche choreografische Stil der drei Ballette. Finden sich im ersten Teil des Abends kunstvolle barocke Formen, Verwandlungen, Verkleidungen, präsentiert sich der zweite Akt zur Musik von Michael Tippett, bebildert von tänzerisch klaren Formen und von einer geborstenen Gesellschaft kündend. Erzählt Neumeyer eben noch anrührend von den Anfängen der Liebe zwischen dem dänischen Prinzen Hamlet und seiner Ophelia, zerfällt die Liebe der beiden im Laufe des Abends und entwickelt sich zunehmend zur Tragödie. Der dritte Akt, ein romantischer Nachttraum. Shakespeares »Was ihr wollt« als Vorlage. In ihm vereint John Neumeyer seine kunstvolle Erzählweise, die aus dem Shakespeare'schen Verwechslungsspiel eine Tanzsinfonie entstehen lässt. Zu Vivaldis Musik ergeben sich intensive Momente des reinen Tanzes, bei denen die Figuren auch ohne Stimme lebendig werden. Jedes der einzelnen Stücke wirkt für sich zeitlos und mit diesen prägnanten Kurzfassungen seiner Ballette, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, hat John Neumeyer dieser Shakespeare-Welt sein eigenes Leben verliehen. Am Ende versammeln sich alle Charaktere auf der Bühne zu einem großen Finale, wenn es heißt: Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler.